Wir sind hier, weil wir die Grünen daran erinnern wollen, dass sie auch dafür gewählt wurden, dass wir keine unsinnigen Verkehrsprojekte wie die 100 stattfinden und dass sie die stoppen sollen. Welchen Eindruck haben Sie denn? Scheinen die Grünen da wankelmütig zu werden? Gehen Sie da eher mit einem schlechten Gefühl jetzt heute vor die Landesdelegiertenkonferenz? Ja, wir sind vor allem hier, um Sie daran zu erinnern, dass Sie Ihre Wahlversprechen halten und sich vor allem nicht von Ramsauer und von der SPD einlullen lassen, dass Sie eben daran bleiben, wofür Sie auch gewählt wurden. Ja, aber welches Gefühl haben Sie denn? Also sind Sie dabei, sich über den Tisch ziehen zu lassen? Ich glaube, die Verhandlungen sind extrem schwierig, aber ich bin noch ganz guter Dinge, dass Sie die Kurve kriegen. Dafür stehen wir hier. Was glauben Sie, welchen Beschluss wird es heute geben? Ich glaube, dass Sie alternative Projekte vorantreiben werden, weil die sind wichtig, um die Mittel umzuwidmen, die es da im Bundeshaushalt gibt. Das ist ja vor allem ein Bundesprojekt. Da müssen alternative, endlich mal sinnvolle alternative Verkehrsprojekte entwickelt und durchgebracht werden. Was wäre denn jetzt überhaupt, wenn die Delegiertenkonferenz jetzt gegen die Koalitionsverhandlungen stimmen würde? Das wäre ja dann wahrscheinlich erstmal, dass die 100 in jede Falle käme, oder? Ja, das fände ich, die Grünen sollen standhaft bleiben und in der Verantwortung bleiben und in der Verantwortung dafür sorgen, dass die 100 nicht gebaut wird. Danke. Und da sind hier deutlich sichtbar die Gegner der A100, die sich ebenfalls nochmals in Erinnerung bringen. Hier sind jeden Apfel, wer könnte sauer sein, denn die rote Apfelmilch fällt man schneller rein. So ist es. Soll ich jetzt noch einmal diese Folie mitbringen? Hier ist eine Kurve. Hier sind der Handtag. Wir wollen das Thema Bildung, wir können nicht nur erwarten, wir stehen auch vor der Schwelle, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und nicht schon einen fertigen Koalitionsvertrag zu bewerten. Es wird natürlich darauf ankommen, was steht in diesem Koalitionsvertrag drin. Das ist die entscheidende Frage, über die die Partei dann auch nochmal entscheiden muss. Aber jetzt geht es erstmal darum, ergreifen wir die Chance, für die wir in den Wahlkampf gezogen sind oder nicht. Und ich bin guter Hoffnung, dass die Partei dann sagen würde, klar, wir versuchen es. Okay, was steht im Koalitionsvertrag drin? Das ist die entscheidende Frage am Schluss. Ein bisschen Autobahn gibt es nicht. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein, keiner wird das Gesicht verlieren. Nein, ich glaube, wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir versuchen was anderes. Wir versuchen was anderes und wir haben eine realistische Chance und das steht ja in dem Kompromiss drin. Wenn dieses andere umgesetzt werden kann, dann wird keine Autobahn gebaut. Wir treten dafür an, dass das andere umgesetzt wird, nämlich Erhaltungsmaßnahmen vor Neubau. Das ist auch das, was die Bundesregierung ausgerufen hat als neue Leitlinie. Wir sagen, Berlin kann hier ein Zeichen setzen für eine moderne Infrastruktur und das wollen wir tun. Dafür sind wir angetreten, dafür sind wir gewählt worden von 270.000 Menschen. Wer könnte sauer sein, denn auf rote Apfelmägen geht man leichter rein. Meist nicht gleich in jeden Apfel, wer könnte sauer sein, denn auf rote Apfelmägen geht man leichter rein. Und das sind die Themen, die heute eine große Rolle spielen sollten. Bildung ins Zentrum, kluge Energiepolitik, Entlastung für die Bestand. Rote Apfelmärchen, fällt man leichter. Freier Zugang zum Masterstudio. Weiß nicht gleich in jeden Apfel, wer könnte sauer sein.